herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Anastasia von Are You The One, die dort als langweilig von Sophia Tomalla und Co. abgestempelt wurde. Und ja, viele haben von ihr mehr erwartet, weil sie in anderen Formaten schon mehr von sich gezeigt hat. Hier war sie dann ein wenig zugeknöpfter und viele haben gesagt, Mensch, die macht doch OF, die muss mehr machen und die zeigt sich im Internet doch leicht oder gar nicht bekleidet, von daher muss sie doch dann auch in so einer Sendung richtig abliefern. Und sie erklärt jetzt mal die Gründe, dass das, was man vielleicht im Internet fiktiv darstellt, nicht unbedingt immer das ist, was man privat dann auch für sich wünscht und in so einem Dating-Format natürlich auch erstmal die richtigen Personen dabei sein müssen, die einem überhaupt gefallen. Und ich finde es dann auch wirklich ehrlich und cool, das mal so offen zu sagen, denn sie haut nicht nur gegen Sophia Tomalla, nein, auch gegen RTL generell und gegen dieses Dating-Reality-Format raus. Denn ich muss sagen, ich fand das sehr aufgesetzt von den ganzen Teilnehmern dort, die, ja, finde ich, fast mit jedem auch am ersten Tag, am ersten Abend da schon im Pool rumgemacht haben. Ich muss sagen, das ist mir dann irgendwie alles ein bisschen zu viel. Also da ging es gar nicht mehr darum, wirklich jemanden kennenzulernen und da seinen Perfect Match zu finden und um spannende Unterhaltung und um wirkliche Pärchenbildung. Nein, es ging da eigentlich mehr oder weniger nur um Show und Beef. Das war zwar auch in den ersten Staffeln davon hier und da der Fall, aber da fand ich das dann teilweise dann doch nochmal so ein bisschen ehrlicher und wirkte noch nicht ganz so aufgesetzt und nicht ganz so dringend um Screentime bettelnd. Ja. Das war jetzt dieses Jahr schon sehr extrem, wie ich fand. Also es gab einmal die Lester-Fraktion, dann gab es die, die irgendwie ihre exklusiven Verhältnisse hatten und dann die, die irgendwie mehr oder weniger da gar keine Screentime mehr abbekommen haben, weil sie entweder keinen Bock drauf hatten, auf den Rest, der da noch übrig war vom Schützenfest, der auf Rudis Reste-Rampe, wie Sophia Tomalla immer sagt, oder halt generell da einfach gar keinen für sich gefunden haben, der im Ansatz gepasst hätte. Und das muss ja auch den Leuten erlaubt sein. Ja? Das ist dann schade, aber wenn man dann halt, wie sie auch dort erklärt, Forecastings hat und sagt, ey, ich stehe auf den Typ Mann, ungefähr vom Charakter, ungefähr vom Aussehen, und dann sollte man vielleicht auch so ein bisschen gucken, was ist da jetzt so im Portfolio dabei, wen könnten wir da passendes auswählen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ist das natürlich auch alles sehr oberflächlich dort. Ja? Also man muss auch sagen, wenn die Mädels sich beschweren über die Männer, das können die Männer natürlich im Umkehrschluss auch bei den Frauen dort machen. Ja? Und können da natürlich auch sich die Frage stellen, ist das jetzt alles so das Gelbe vom Ei gewesen? Ich fand, dass alle irgendwie so gewisse Red Flags wehend hin und her geschwenkt haben in diesem Format und ich hätte da, glaube ich, auch Probleme gehabt, als Normalo irgendwie eine passende Person dort zu finden. Ich fand, sie war noch eine von denen, wo ich positiv überrascht war. Den Rest von den Leuten hat die Show, glaube ich, nicht so gut getan. Ich fand jetzt nicht, dass es dort einen Gewinner gab. Ja, klar gab es jetzt Leute, die haben jetzt aufgrund des Gossips vielleicht ein paar Follower gemacht und hat dann vielleicht auch funktioniert. Aber ich hatte mal so eine Tabelle gesehen. So dolle war das jetzt für die meisten jetzt auch nicht. Klar, ein paar tausend Follower oder ein paar 10.000 Follower sind schon eine ganze Menge. Aber wenn man dafür halt in so einem Format, was dann auch wochenlang in die Länge gestreckt wird bei RTL Plus, dann wirklich jeglichen Gossip mitnehmen muss in seinen Stories und jeglichen Blödsinn kommentieren muss dafür, um ein paar Follower zu machen, dann ist das am Ende auch nicht viel wert. Ja, weil dann sind die Leute eigentlich nur wegen dem Gossip dann bei dir und nicht, weil du als Person überzeugt hast. Und das hat, glaube ich, eigentlich in der Sendung gar keine geschafft. Wenn dann schon am ersten sie auch durch ihr Statement. Sonst fand ich den Rest, ihr könnt mich gerne verbessern, eigentlich hauptsächlich wegen dem Gossip vielleicht noch interessant. Vielleicht jetzt eine Laura Blond, die dann immer gegen andere raushaut oder die Nadja oder wie auch immer. Vielleicht aber auch die Ex von Gigi, die da ja, die neue Bachelorette werden wollte. Die hat, glaube ich, auch noch ein paar Follower gemacht. Oder Mark Robin, der da auch Mark Robin Sachen gemacht hat, ja, der dann vielleicht auch noch funktioniert hat von den Kerlen. Aber sonst war das ja ziemlich dürftig. Ja, also ich habe da die Tabelle gesehen. Danach gab es da noch ein paar, die haben dann ein paar tausend Follower, ein paar 10.000 Follower jeweils gemacht, aber der Peak war, glaube ich, wirklich die Ex von Gigi, die, glaube ich, so um die 70.000, 80.000 Follower dazu gewonnen hat während der Ausstrahlung. Warum auch immer, die fand ich jetzt wirklich überhaupt nichtssagend dort.
aber hat sich da auch nicht so gut verkauft. Also ich glaube, für sie war die Sendung da eigentlich, bis auf, dass sie ein paar Follower gemacht hat, am Ende jetzt nicht so dolle. Die Nadja war, glaube ich, schon auf Platz 2 aufgrund des ganzen Gossips, gefolgt dann auch von Laura Blond und wie sie alle heißen. Aber sonst war es wirklich schon sehr dürftig, würde ich sagen. Also richtig profitiert hat da, finde ich, gar keiner. Wenn dann am ehesten vielleicht jetzt noch die Anastasia mit ihrem Statement jetzt, was ich euch jetzt hier zeige. Also haltet euch fest, da geht es wirklich rund und ich fand das auch ganz mutig und gar nicht so schlecht, was sie dort sagt. Eine Sache möchte ich aber kritisch anmerken. So Placements sind auf der einen Seite verständlich, wenn man selbst wirklich was für sich verändern will. Man kriegt es dann umsonst als Person. Dann kann man natürlich drüber nachdenken und schwach werden, wenn man sogar Geld noch dafür bekommt und die Operation oder nur die Operation, die dann auch mehrere tausend Euro oder 10.000 Euro kostet, mag man dann vielleicht noch verstehen, weil man dann vielleicht irgendwie diese Operation machen will. Aber ich finde es schon irgendwie schwierig, wenn so junge Frauen schon so viel bei sich machen lassen wollen. Das finde ich traurig, weil ich finde das schade. Ja? Also im Prinzip sind das ja alles keine hässlichen Frauen. Und die machen da schon so viele OPs mit Anfang 20. Wie soll denn das mit 30 oder 40 mal aussehen? Das finde ich sehr bedauerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und halt zum Placement zu machen, finde ich auch schwierig, auf Instagram für irgendwelche OPs zu werben, in dem Sinne, dass man die junge Followerschaft, die man vielleicht auch sich aufgebaut hat mit jungen Frauen, dann auch noch mit verunsichert, finde ich irgendwie scheiße. Muss ich jetzt auch ganz ehrlich zu ihr sagen, ich fand die Sachen, die sie gesagt hat, gut, aber Werbung für so einen Blödsinn zu machen, das muss ich ja auch kritisieren, nimm's nicht persönlich, aber das fand ich auch sehr, sehr schade, ja. Hallo Leute, ihr habt ja bestimmt mitbekommen, dass das IL1 Reality Stars in Love Wiedersehen ohne mich stattgefunden hat. Und wieso das so war, erkläre ich euch heute, denn laut Sophia Tomalla war ich aus folgendem Grund nicht da. Ich zitiere: Es wird bestimmt nicht jedem aufgefallen sein, aber wir müssen leider auf eine Person verzichten. Die Anastasia hat nämlich ihre Gage und Gewinn mühsam zusammengekratzt, um in einen neuen Hintern zu investieren. Wir senden liebe Grüße aus dem Studio. Liebe Grüße zurück an das Studio. Wenn man schon erklärt, weshalb ich fehle, dann denke ich, sollte es doch auch wahrheitsgemäß stattfinden, oder? Da ich als Influencerin verpflichtet bin, alle meine Kooperationen als Werbung zu kennzeichnen, fühle ich mich diesbezüglich verpflichtet, einmal ganz kurz klarzustellen, dass ich die Operation, die ich hatte, nicht selbst bezahlt habe. Weder von der Gage, die ich von IL1 erhalten habe, noch vom Gewinn. Ein Ding natürlich ist natürlich, dass ich beides noch nicht erhalten habe und dementsprechend auch nicht nutzen kann für mich oder in irgendwelche OPs investieren kann. Das andere Ding dabei ist, dass ich natürlich verpflichtet bin, alles, was ich als Kooperation mache, als Werbung zu kennzeichnen, was ich natürlich auch gemacht habe während der ganzen Kooperation und des Zeitraums der OP. Und was ich jetzt nochmal machen möchte, um einfach nochmal zu veranschaulichen, dass ich diese Operation nicht selbst bezahlt habe und es eine Kooperation war. Es war in dem Sinne ein Arbeitsvertrag zwischen der Klinik und mir als Influencerin. Wie gesagt, diese Operation wollte ich für mich schon lange. Aufgrund der Tatsache, dass halt meine Beine immer wieder aneinander gerieben haben und ich halt dort auch den Fokus drauf gesetzt habe, das meiste Fett rauszusaugen. Ich verstehe aber auch vollkommen, wenn man absolut gegen Operationen ist. Deswegen spreche ich natürlich auch immer wieder eine Triggerwarnung aus, bevor ich solche Inhalte wirklich zeige oder gar bewerbe, da ich natürlich weiß, dass sie für manche Menschen ein Triggerpunkt sein können. Und deswegen finde ich persönlich auch, dass es ein super wichtiger Punkt ist, als Influencerin anmerken zu müssen, dass es Werbung ist und es sich auch um Werbung handelt. An der Stelle bin ich ehrlich gesagt erschrocken, dass von IL1, sowohl von Sophia Tomalla als auch von der Produktion, ne, Grüße ans Studio, wie gesagt, Falschinformationen verbreitet werden zur Belustigung. Oder was auch immer der Sinn hinter dieser Begründung war, weshalb ich fehle. Denn man hätte auch einfach sagen können, dass ich aus gesundheitlichen Gründen nicht da bin. Und das war nämlich auch der Kernpunkt dieser Sache. Es ging tatsächlich nicht darum, dass ich mir einfach meinen Hintern vergrößern lassen habe und deswegen nicht gekommen bin, da die OP schon 3 Wochen vor der Reunion stattfand. Das heißt, ich konnte mich schon bewegen, ich konnte irgendwo hingehen, ich konnte was unternehmen. Was ich zu dem Zeitpunkt aber wirklich komplett unterschätzt habe anfangs, waren eben einfach die Schmerzen und dass der Heilungsprozess wirklich so lange dauert. Meine Blutwerte waren immer noch voll im Keller, was nach so einem großen Eingriff natürlich kein Wunder ist.
Mir ging es gesundheitlich aber noch nicht so gut, dass ich mich fit gefühlt habe für so eine lange Fahrt zur Reunion, als auch das lange Sitzen während der Show und während dem ganzen Reden. Im Alltag stehe ich nämlich immer wieder zwischendurch auf, wenn ich merke, ey, ich brauche jetzt mal ein bisschen Bewegung, das kann ich während der Reunion nicht. Darüber habe ich auch mit meinem Arzt geredet. Und mein Arzt, also hier vor Ort in Deutschland, nicht der, der mich operiert hat, hat mir gesagt, dass ich nicht fähig bin, an der Reunion teilzunehmen, was mich tatsächlich sogar erleichtert hat. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass man vor Ort dafür geschämt wird, wer man ist, was man sein möchte, was man fühlt und wie man handelt. Bezogen auf die eigenen Dating-Präferenzen, obwohl es eine Dating-Show ist, in der es literally darum geht, sein Perfect Match zu finden und nicht rein darum, einfach nur mit irgendwem was zu haben oder zu ficken. Ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon mehrere Male erwähnt habe, dass ich mich vor Ort absolut unwohl gefühlt habe. Und der Grund dafür war, dass man tatsächlich als langweilig abgestempelt wurde, nur weil einem die Männerauswahl eben nicht gefallen hat und man sich nicht wohl gefühlt hat, mit den Personen vor Ort zu daten, rumzumachen oder gar zu schlafen. Dass einem mehrere Male an den Kopf geknallt wurde, dass man langweilig ist, obwohl man wirklich trotzdem versucht hat, eine Connection zu Personen zu catchen und irgendwie auf die Personen einzugehen, damit man was abliefern konnte in der Show, aber es dennoch nicht gereicht hat. Ich meine, man kann sich ja auch bestimmt vorstellen, was für ein riesengroßer Druck herrscht vor Ort, dass man irgendwie abliefern muss, eben weil es eine Show ist. Aber wenn man einfach nicht kann, wenn man wirklich nicht kann, wenn man sich nicht dazu fühlt, dann verstehe ich nicht, warum man eine Person dazu irgendwie versucht, unterbewusst zu drängen. Und das ist einfach eine Sache, mit der ich mich vor Ort überhaupt nicht wohl gefühlt habe, weshalb es mir schwer gefallen ist, dort zu daten oder mich so zu zeigen, wie ich normalerweise eigentlich bin, weil ich einfach das Gefühl hatte, man wurde bewusst dazu angestiftet, irgendwas tun zu müssen, was jetzt, ich sag jetzt mal, eigentlich gar nicht den eigenen Bedürfnissen nach, was jetzt eigentlich gar nicht den eigenen Bedürfnissen nach gerichtet ist. Und nur weil man sich nicht danach fühlt, mit irgendwem rumzumachen oder zu bumsen, heißt es noch lange nicht, dass man langweilig ist. Oder dass man nichts zu dieser Show beiträgt. Denn wenn man mal diesen Sinn der Show wirklich verfolgen würde, wenn man Gespräche zeigen würde einfach, wie Menschen untereinander einfach nur anbandeln, indem sie reden, dann würde es sogar für den Zuschauer tatsächlich Spaß machen, mitzuraten, wer ein Perfect Match sein konnte. Was tatsächlich aber gar nicht stattfinden kann, weil es ja nur um gekünsteltes Drama geht. Diese Realness im Trash-TV ist einfach nicht da. Sie ist nicht da. Und wenn man das bevorzugt als Produktion, dann Prost Mahlzeit, viel Spaß damit. Das ist super, freue ich mich für euch. Aber bitte schämt doch nicht Menschen und gebt ihnen ein schlechtes Gefühl dafür, dass sie einfach so handeln, wie sie sich wirklich fühlen, okay? Und dennoch habe ich meine Leistung erbracht auf die Art und Weise, wie ich mich am Ende noch wohlgefühlt habe. Ich bin auf die Leute zugegangen, ich wollte sie kennenlernen, ich wollte wirklich ein Vibe catchen. Aber wenn man mir vor Ort das Gefühl gibt, dass ich nicht gut genug bin, weil ich da mit keinem rumlecke oder vögel oder dass ich langweilig bin für diese Show, dann ist das für mich ehrlich gesagt einfach nur kranke Manipulation und das ist nicht normal. Und genauso wenig ist es normal, Falschinformationen zu verwenden, um sich irgendwie lustig darüber zu machen, weshalb eine Person fehlt. Denn sonst würde man ja nicht erwähnen, dass man mühsam die Gage und den Gewinn zusammengekratzt hätte, bla bla bla, um es in den Hintern zu investieren. Natürlich habe ich viele Dinge an mir machen lassen. Ich gehe damit immer offen und ehrlich um, damit sich keiner schlecht fühlt, wenn er irgendwie anfängt, sich mit mir zu vergleichen oder so. Dennoch ist es immer noch mein Körper und ich alleine entscheide, was ich damit mache, okay? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls möchte ich an der Stelle einfach nur sagen, ich habe mich vor Ort tatsächlich manipuliert gefühlt. Vor allem durch diese Anmerkungen, die man einem an den Kopf geworfen hat, die übrigens super unangebracht sind. In dem Sinne kann ich nicht mit irgendwem etwas anfangen, wenn ich es nicht fühle. Sinnlose Fickerei macht für mich keinen Sinn. Wenn ich etwas fühle, dann fühle ich es und dann mache ich das auch. Aber nicht, wenn ich es nicht fühle. Ganz einfach. Und in meinen Augen ist es auch gut so, denn nur das macht Reality zu Reality. Und von einer Person etwas zu erwarten, nur weil sie in einem anderen Format mit anderen Gegebenheiten und anderen Personen, die ihr sogar gefallen haben, wer hätte es gedacht, dementsprechend anders als auch viel offener gehandelt hat, ist insofern nur allerhöchstens zu erwarten, wenn man auch wirklich beim Casting auf die Wünsche der Person eingeht und auch auf die Präferenzen, sagen wir jetzt mal, zum Typ Mann, den man datet. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst diese stundenlangen Castings, bei denen man erzählt, was man mag, was man gerne datet, was der Typ von einem ist. Nein, sie finden ja statt, damit man dann vor Ort halt mal jemanden antrifft, der eben dazu passt und damit sich sowas alles, ne, erst ergeben kann. Damit man diesen Vibe, den man braucht, um überhaupt irgendwie handeln zu können.
und das zu tun, worauf man dann im Endeffekt Bock hat, überhaupt erst verspüren kann. Wenn der nicht da ist, ist er nicht da. Fertig. Was soll man da erzwingen? Vor allem für eine Gage, die man mühsam zusammenkratzen müsste. Also, ne? Um mal darauf wieder anzuknüpfen irgendwie, ne? Versteht mich nicht falsch, ich hätte es auch für keine andere Gage gemacht. Ich mache nur das, wonach ich mich fühle. Aber wenn man schon so große Töne spuckt, dann sollte man vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, was man da eigentlich von sich gibt. Und wie verachtend, negativ und verfälscht man das dann auch noch ausdrückt. Und sorry, aber wenn man es sogar schafft, bei einer so offenen Person wie mir das Gefühl zu erzeugen, dass sie gar keinen Bock hat zu daten, dann sollte man vielleicht mal darüber nachdenken, was man selbst falsch gemacht hat im Casting. Spoiler, ich bin nicht der Fehler. Und langweilig bin ich auch nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass viele andere Frauen auch gesagt haben, dass die Männerauswahl nicht gerade sehr verführend war, denn sonst wäre in dieser Staffel wahrscheinlich noch viel mehr passiert, wenn man bedenkt, was für Charaktere dort drin waren. So, und deswegen möchte ich einfach nur klarstellen, dass ich nach Absprache mit meinem Arzt aus ärztlichem Attest heraus nicht zur Reunion kommen konnte, weil ich zum einen natürlich einfach diesen Heilungsprozess komplett unterschätzt habe und meine Blutwerte leider immer noch im Keller waren und ich zum anderen gar nicht in der psychischen Verfassung war, mich auf so einen Stress einzulassen, da ich generell schon gestresst war, die ganze Zeit über. Erstens, weil ich mir natürlich Sorgen gemacht habe, einfach weil ich diese OP unterschätzt habe und zweitens, weil mich diese Show und der Aufenthalt in dieser Show so sehr belastet hat, dass ich wirklich tagtäglich darüber nachgedacht habe und nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Es ist einfach ein enormer psychischer Druck, der da auf einem liegt. Ich sag euch ehrlich, ich hatte nicht die Kraft dafür, bei der Reunion anwesend zu sein. Ich hatte nicht die Kraft, sowohl körperlich als auch psychisch. Und mir war es auf jeden Fall wichtig, einmal klarzustellen, weshalb ich nicht da war. Da halt leider verfälscht dargestellt worden ist, weshalb ich nicht da war. Und es absolut nicht in Ordnung ist, Falschinformationen zu verbreiten, nur um irgendwas lächerlich darzustellen oder lustig in dem Sinne, was überhaupt nicht witzig ist an dem Punkt. Und das, obwohl offensichtlich war, dass es eine Kooperation ist, da ich jedes einzelne Video mit Werbung gekennzeichnet habe, wenn es um diese Operation ging und es mir natürlich auch wichtig ist, meinen Verpflichtungen als Influencerin nachzugehen, da ich wirklich keine Probleme kriegen möchte. Weshalb man dann so darauf scheißt, einfach nur um eine Person ins Lächerliche zu ziehen. Und in meinen Augen, muss ich ehrlich sagen, es ist absolut respektlos. Ich finde, das ist kein vernünftiges Verhalten für eine Reality-Show und vor allem nicht für eine seriöse Produktion. Und das war's an der Stelle, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich wünschte, es wäre alles anders verlaufen, denn dann müsste ich dieses Video gar nicht erst machen. Aber da leider Falschinformationen verbreitet worden sind, fühle ich mich verpflichtet, mich dazu einmal öffentlich zu äußern. Jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Sagt ihr, Mensch, absolut richtig, was sie sagt, starkes Statement, dann schreibt mal Statement unten rein. Und wenn ihr sagt, nee, dann schreibt eure eigene Meinung unten rein und sagt, also um ehrlich zu sein, ist das auch alles Quatsch, was sie da erzählt. Könnt ihr mal unten reinschreiben. Also wie gesagt, ich konnte sie schon ganz gut verstehen. Ich fand das jetzt nicht so schlecht als Statement und sie war dann vielleicht noch am ehesten die Gewinnerin in dem Format, auch wenn sie halt kaum Screentime hatte. Hätte ich auch nicht so gedacht. Als ich am Anfang den Cast gesehen habe, dachte ich mir, okay, bei ihr geht's mehr ab. Aber wenn da halt auch keiner da ist, also mir wäre das da, glaube ich, auch schwer gefallen. Ne? Also wie gesagt, die Red Flags wurden da eigentlich nur hin und her geweht und dann ist die Anziehung dann auch relativ schnell, glaube ich, das heißt, wenn einem optisch mal irgendeiner dort gefällt oder irgendeine, dann auch relativ schnell, glaube ich, bei vielen im Eimer. Und es hat sich auch kein Pärchen ergeben, obwohl er auch vermeintlich, war es in anderen Staffeln, relativ viel rumgevögelt wurde. Aber war das jetzt so viel im Gegensatz zu den anderen Staffeln? Ich weiß es gar nicht. Im Prinzip war es ja auch nur Mark Robin mit seiner Dame, die ich jetzt schon wieder vergessen habe vom Namen, und der Lars mit der Gabi. Ja? Also sonst war doch da auch gar keiner, der da noch im Boom Boom Room war, oder? Könnt ihr nochmal mich ergänzen. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.